Recht herzlich willkommen zur 168. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal haben wir hier das da am Rande gemacht, haben die Fahne vergessen zu setzen. Jetzt wollen wir mal hier hinten hinfliegen und das Ganze dort noch bewerkstelligen. Dafür müssen wir natürlich unser Fahrzeug auswählen. Mal laden. Und da ist die Testkapsel. Laden. Ja, nur die Überlegung. Ja, wir haben da letztens die Landung gemacht und da waren die Beine kaputt gegangen. Da haben wir schon ein paar mehr dran gemacht. Das ist ja dann die Frage, ob wir nicht ein Fallschirm mehr brauchen. Ich möchte nämlich gerne mal ordentlich landen, ne? So, jetzt sind es drei, ne? Also, ne, die Schirme sind sogar richtig. Sogar vier haben wir dann insgesamt, okay. Wir werden aber wieder dadurch ein bisschen schwerer, aber das ist es jetzt wert, oder? So sieht's besser aus, ne? Ja. Speichern, gucken, ob Isa, Forza oder wenig. Verzor. Sitzt da noch drinne. Und den können wir dann auch nehmen, ne? Müssen wir kurz hoch. Immer alles dunkel hier. Rollfeld hat sogar Beleuchtung. Cool. Naja, wir haben es ja auch geupdatet, ne? So. Ortungsstation haben wir da geschrieben. Ja, wir müssen dann jetzt hoch. Auf jeden Fall SRS anmachen. Und dann machen wir 3, 2, 1, Start und geben dann natürlich erst jetzt Schub, ne? So ein bisschen drehen, dass ich die Tür hier vorne habe und dann kann ich besser steuern. So. Okay. Jetzt klappt das auch mal ganz gut, glaube ich. Mal gegenlenken. Nee, voll falsch, ne? Wir müssen ja noch ein bisschen dahin, ne? Vollgas. Okay, das Ding haben wir im Bruch gemacht. Ist auch was. Sind wir noch auf dem Zentrum hier vorne? Ich glaube ja, ne? Dann haben wir es jetzt versaut, auf Deutsch gesagt. Gucken wir mal gerade rein, was wir noch machen können. Da geht noch ein paar Punkte. Nehmen wir noch das Thermometer. Da gibt's nix. Da gibt's noch was. Und das Bein bewegt sich immer noch. Obwohl hier Anziehungskraft ist, ne? Da gibt's auch nix. Dann gibt's hier noch vielleicht einen Crewbericht. Gibt's auch nicht. Dann gehen wir gerade mal raus. Wo ist er? Ach, geht nicht, weil wir auf der Tür liegen, ne? Kann das sein? Also, wir müssen rollen. Gut. Eva. Eva-Bericht gibt's nicht, ist klar. Und Oberflächenprobe sollte es auch. Doch, da gibt's noch was. Okay. Dann nehmen wir das noch mit. Und wichtig ist, dass wir das wegmachen. Und der geht mal gerade runter, ne? Und dann müsste er eigentlich eine Flagge pflanzen können, oder? Nee, kann er nicht. Da geht's. Flagge aufstellen. Gibt auch Punkte, glaub. Super. Und dann... Wie heißt denn das Ding? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Raketenbauzentrum. Jo, keine Ahnung. Erster. Okay. Und dann
Können wir da irgendwie hin? Eben konnte man da klettern, ne? Da, F, klettern. Baby Board. F wie Grab. Baby Board. So, dann sind wir wieder drin, das ist gut. Dann haben wir alles erreicht, was wir wollten. Glaube ich jedenfalls. Also das, was wir wirklich erreichen wollten, haben wir natürlich nicht erreicht. Aber wir haben jetzt noch die Flagge gesetzt. Haben nochmal 2,9 Punkte verdient. Haben natürlich viel Geld gerade gelassen, ist aber so. Der hat ein paar Punkte gekriegt, oder? Oder nicht? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall haben wir da jetzt auch die Flagge sitzen. Das ist ja schon mal gut. Und dann gehen wir wieder auf die Startrampe. Kurz gucken, ob er drin sitzt. Ja, sitzt er. Und los geht's. Auf ein neues, ne? Vielleicht schauen wir ja diesmal dahin, wo wir hinwollen. So, da müssen wir hin. Dann da SAS setzen. Nochmal ein bisschen näher. Dann 3, 2, 1, Start. Und dann geht's hoch. Dann einmal drehen, bis wir die Beinchen sehen. Und noch da hinten. Abbremsen. Fallschirme raus. Runter gucken. Ne, runter gucken geht anders, ne? Oh, ich weiß nicht wohin. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen da. Bisschen steuern. So. Ja, ich glaube, so ist ganz gut, ne? So, dann schauen wir mal. Senkrecht runterkommen müssen wir noch. So sollte es eigentlich sein, ne? Ich hoffe, da ist jetzt kein Seitenwind oder so, dass wir da auch passend landen. Ich weiß auch nicht, wo da was. Ne, wir müssen weiter definitiv noch da noch. So ist es besser, ne? Glaube ich auf jeden Fall. Wer weiß, wo wir da jetzt landen, ne? Ich glaube, wir müssen nochmal. So ist schon gut. So, dann gerade ziehen. Passt, glaube. Jetzt kommen wir auf jeden Fall da runter, wo wir runterkommen wollen, meine ich. Sind ausgefahren, ne? Ja, wir sind ja auch so gestartet. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Können wir nochmal kurz vor Schluss ein bisschen Gas geben. Ein bisschen haben wir ja noch. Dass die Beine nicht abbrechen, ne? Jetzt haben wir es doch tatsächlich mal geschafft, sauber zu landen. So. Dann machen wir erstmal die Türen auf. Frachtraum ansehen. Haben wir. Top. Türen schließen. Hier oben. Den Go machen. Passt. Thermometer. Temperatur ablesen, passt. Druck messen, passt. Eva-Bericht, nee, Crew-Bericht erstmal, passt.
Und dann aufsteigen. Wo war denn hier der Aufstieg? Da. Den ausfahren. In der Hoffnung, dass das funktioniert. So. Ich will nicht hoffen, dass er umkippt. Tut's nicht. Super. So, dann kann er runtergehen. Ich weiß nicht, ob er da jetzt rüber geht oder runterfällt. Nein, er geht rüber. Super. Gut. Flagge aufstellen. Hat er gemacht. Was war das denn, ey, dass da jetzt eine Explosion kam? Forschungszentrum. Erledigt. Hat er die jetzt hingepflanzt? Nee, ne? Oberflächenprobe nehmen. Haben wir auch noch nicht gemacht. Eva-Bericht haben wir auch nicht gemacht. Jetzt die Frage mit der Flagge. Denn die Flagge kann er nicht setzen. Die hat er wohl gesetzt, aber ist gleichzeitig explodiert. Naja, ist das halt so. So haben wir alles. Ich glaube ja, ne? Kann er klettern? Wohl nicht. Jetpack anmachen. Geht hier nicht. Komme ich nicht hoch. Okay. Warum fällt denn der auf die Nase, bitteschön? Ja, okay. Jetzt hat er gegriffen, super. Gut, dann kommen wir auch hoch, dann kommen wir auch rein, dann können wir es auch abschließen. Gut, drinnen sind wir, Daten sind mitgekommen, glaube ich. Wir hätten sogar noch ein bisschen Saft im Triebwerk, ist aber jetzt nicht so wild. Ich glaube, wir haben alles erreicht, was wir machen mussten. Gut, erledigt. So, das sind nochmal 29,4 Punkte, die wir geholt haben. Das ist doch schon mal cool. Bisschen Geld wieder zurückgeholt. Aber er hat immer noch keine Punkte da gesehen. Ja, und die Fahne ist tatsächlich von dann gegangen, ne? So, jetzt haben wir 128. Dann müssen wir wenigstens noch zweimal machen. Einmal kommen wir hier, einmal da. Und da haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Dann haben wir für die nächsten Folge zwei Ziele. Ich würde sagen, dass wir das da hinten dann machen. Gut, aber soweit soll es dann erstmal reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.